Christian Demirtas, seit einer Woche sind Sie Cheftrainer des VfR Aalen. Wie hat sich Ihre tägliche Arbeit hier verändert? Natürlich hat sich das enorm verändert. Ich stehe jetzt in der Verantwortung und da steckt sehr, sehr viel Arbeit dahinter. Ob es dann die Gegneranalyse ist, die Trainingsvorbereitung in Zusammenarbeit mit meinem Co-Trainer, dem Peter. Von daher ist da viel Verantwortung, viel Arbeit, aber muss sagen, es macht mir sehr viel Spaß. Hat sich es privat auch verändert? Gab es viele Nachrichten, viele Glückwünsche? Ja, enorm. Also hat mich auch wirklich sehr darüber gefreut, über die ganzen Nachrichten, die ganzen Anrufe und das hat mich wirklich sehr gefreut. Ihr Vorgänger Uwe Wolf war ein sehr explosiver Typ. Was sind Sie für ein Mensch in der Kabine? Geht es da eine ruhige Ansprache oder sind Sie eben so explosiv? Ich bin generell auch ein ruhiger Mensch und von daher wird es auch sachlich, wird die Ansprache auch sachlich sein, aber ich kann auch impulsiv, wenn es dann auf dem Platz ist, geht es dann halt um die Sache und da gehören Emotionen dazu und die verkörper ich dann auch auf dem Platz und dann auch bei der Ansprache natürlich dann auch. Jetzt gab es zuletzt 4 Spiele ohne Sieg. Die Mannschaft steht sicherlich unter Druck. Müssen Sie sie aufbauen oder ist die Mannschaft dennoch voller Selbstvertrauen? Ja, die Mannschaft ist intakt, muss man wirklich sagen. Also von den Charakteren ist es wirklich eine super, super Mannschaft und auch da steckt ja auch Qualität in der Mannschaft. Jetzt geht es halt darum, das, was letzte Woche dann passiert ist mit der Entlassung, das haben wir dann relativ dann schnell verdaut. Die Woche haben wir dann wirklich sehr gut gearbeitet, intensiv gearbeitet, habe da auch viele Gespräche geführt und von daher geht es jetzt darum, morgen oder beziehungsweise wenn wir heute nach Gießen fahren, da die volle Konzentration und uns bewusst zu sein, um was es dann auch geht, letztendlich sich auch nicht von der Tabelle blenden zu lassen. Wir erwarten dann wirklich auch einen guten Gegner mit FC Gießen und wird kein einfaches Spiel, es gibt keine einfachen Spiele, aber wenn die Mannschaft das umsetzt, was wir trainiert haben, da bin ich absolut davon überzeugt, dass wir da die 3 Punkte einfahren werden. 3 oder 4er Kette? Das müssen wir nochmal intern besprechen. Tendenz haben wir, aber entschieden ist da noch nichts. Und die Tendenz geht wohin? Ja, das werden wir, wie gesagt, nochmal. Wir haben jetzt nochmal im Anschluss gleich heute Morgen nochmal Training um 10 Uhr und da werden wir es nochmal anschauen und werden es dann nochmal intern besprechen und werden dann halt dann vor dem Spiel dann eine Entscheidung treffen. Vielen lieben Dank und viel Erfolg am Samstag. Danke.